So, hallo meine lieben Leute. Ich bin Günther P. und das hier ist mein erstes Let's Show. Ich habe jetzt mal gerade so kurz den Überflieg-Modus gemacht mit dem... Moment, falsche Taste. So, ich habe kurz den Überflieg-Modus gemacht, damit ihr einen kurzen Überblick bekommt. Denn das hier ist meine, wie soll man sagen, Mittelalterwelt, die ich selbst gebaut habe. Und ist erstmal das Grundlegende. Ah, die Musik ist aber auch gerade schön, ne? Moment, das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Ich habe eine kleine Playlist zusammengestellt. Hier bei der Bau-Playlist, Farm-Playlist und Höhen-Playlist sind auch noch einige Lieder drin. Und hier sind ganz, ganz viele Lieder, die ich jetzt auch in den kommenden Let's Plays, Let's Shows, Let's Talk, ich weiß nicht, verwenden werde. Auf jeden Fall, das ist meine Mittelalterwelt und sie ist so ein wenig an Gothic angelehnt. Das ist so ein Rollenspiel von Piranha Bytes. Also zumindest die ersten beiden Teile sind von Piranha Bytes. Und ich fand das sehr cool. Ich dachte, komm, kann ich ja mal mehr oder weniger eine Fanwelt zubauen. Also das ist meine Welt so grob in der Übersicht. Wir können uns jetzt mal ein bisschen so die Details angucken. Fangen wir jetzt mal hier mit den Klippen an, würde ich sagen. Also das ist jetzt so eine ganz normale Klippe. Eben halt, kommt in Minecraft ja auch nicht persönlich... Persönlich? Quatsch. Kommt in Minecraft ja auch nicht drin vor. Hier sind dann noch so schöne, wie soll man sagen, Penisse kommen aus dem Boden. Ich glaube, ich habe sie Penisküste oder so genannt, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist das hier sehr gefährlich, mit dem Schiff lang zu fahren. Da sollte man lieber drum rumfahren, aber hier ist ja sowieso kein Anlegeplatz, außer da der Strand. Aber da ist sowieso nichts, deswegen fahren ja sowieso keine Schiffe lang. Die fahren eher da hinten an der Stadt. Moment, man sieht sie so ganz leicht, bestimmt auch Vollbild. Das ist die Stadt Quirinus. So, ja, mache ich jetzt mal lieber noch einen groben Überblick. Hier ist so ein kleines Jägerdorf, kann man nicht wirklich sagen, sondern so ein paar Jäger, die sich einfach da so zusammengeschlossen haben und ein bisschen in der Wildnis sind. So, die grüne Fläche, die hier so groß ist, das sollte eigentlich mal ein Wald werden, aber ich habe da so einen Wald gebaut, den fand ich aber scheiße, habe ich wieder abgefackelt und ich wollte da noch einen neuen Wald bauen. Moment, ich kann auch mal hier den Kameramodus anmachen. So, hier ist auch noch eine schöne Fläche hier so, ist mehr so eine Ebene, bisschen zur Küste, hier eben halt die schöne Küste, so, sieht ganz nice aus, finde ich, hier auch so ein kleiner Überhang, beziehungsweise mehr oder weniger klein, ist ja schon relativ groß, ja, hier führt die Fläche rauf, so, zu einem Berg, so, hier ist eine schöne Farm, und da kommen dann auch Tiere rein, aber die mache ich erst mit 1.1, sobald diese Eier kommen, man Tiere werfen kann. Ich sehe mal so ein schöner Bauernhof, da wohnt der Bauer mit seiner Frau drinne. Und hier wohnen die Knechte drinne. So, hier ist auch noch so ein schöner See mit Wasserfall, so ein klein. Ich dachte mir, sieht bestimmt ganz lustig aus. Ist sogar keine Höhle dahinter, was ja sogar auch mal unglaublich ist. So, und hier ist die Stadt Quirinus. Hier mal auch so einen schönen Eingang, können wir mal kurz durchfliegen. Ah, ist das schön. Ja, und ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Shit happens. Ja, hier ist eben halt eine Stadt, einige Häuser und so. Und eine Schenke und ein Bordell. Und hier diese Fläche, die jetzt noch leer ist, da soll später mal das Haupthaus hinkommen. So, was schauen wir uns denn als erstes an? Genau, man muss dafür auch wissen, ich wollte diese Insel, wo diese ganze Mittelalterwelt drauf ist, nur bestimmt groß machen. Und ich habe dafür auch Begrenzungen. Und zwar diese Bedrock-Linien. Die gehen von hier aus 400 Blöcke bis da hinten hin und von dort aus 400 Blöcke bis dahin. Also ist das schon ganz nice. So 400 mal 400 ist schon relativ groß, wenn man alle Blöcke selbst baut und nicht zufallbasierendes nimmt. Also so ein, man kann ja auch so ein Zufallsseed nehmen und dann einfach seine Gebäude und Städte darauf klatschen. Aber ich habe mir gedacht, ich baue alles selbst. So zum Beispiel auch dieses Schiff hier. Ist hier gestrandet. Man weiß nicht warum. Wahrscheinlich hat es nur einen Hafen hinten verfehlt. Obwohl, der Hafen ist ja noch gar nicht gebaut. Naja, egal. So, schauen wir uns jetzt mal das Jägerdorf an. Obwohl, nee, wir waren erst am Anfang bei der Küste, ne? Genau, und schauen wir uns die Küste an. So, das ist die schöne Küste. Alles von Hand gebaut. Man sieht Kohle ab und zu mal darauf. Ein paar Pilze. Hier ist so eine kleine Einbuchtung, da kann man dann auch schön leben. So, oh, ist das schön hier. Kann man ein bisschen springen, so, Wechseln ein bisschen.
Leckt es? Leckt es? Okay, es wird nicht angezeigt, ob es leckt. Strange. Sehr strange. Das ist mysteriös. Es ist ein Viertelmond. Ich habe Angst. Da! Okay, lassen wir das. Ja, ist hier eben halt schöne Küste, hier auch ein bisschen Cobblestone und ist natürlich Mossy Stone, also dieser Moosstein, ne, hier an der Küste, da kommt natürlich leicht Moos hin. Also hier überall noch schöne Küste natürlich. Hier ist auch eine kleine Höhle drin. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Wo bin ich? Ich weiß es nicht. Und ich kenne dieses Lied nicht. Ich höre mich wahrscheinlich gerade voll leise an. Mist, jetzt habe ich einen Block kaputt gemacht. So. Oh nein, ich komme nicht wieder rauf. Scheiße. Aber ich kann ja zum Glück fliegen. Ich gehe besser hier raus. So. Das war auch die schöne Hülle. Die schöne Hölle. Die schöne Hölle. So. Ja, finde ich ganz nice gemacht hier so. Mal schauen wir uns hier ein bisschen die Ebene an. Uninteressant, uninteressant, uninteressant. Hier ist so ein Weg. Der Weg führt einmal hier, der gabelt sich hier und führt einmal hier so rauf auf die Klippe. Wieso, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil da die Wanderer immer schön hingehen, um einen schönen Ausblick zu haben. Und hier führt der Weg zu einer Mine hin. Sind also hinten auch noch zum Megastand und da zur Stadt Corinas. Aber wir schauen uns das hier erstmal an, die Mine. Wow. Okay, da ist sie verschüttet. Diese Mine sieht sehr wild aus. Ja, Stimmungskiller. Ja, das liegt daran, weil ich die Musik noch nicht sortiert habe. Deswegen kann das sein, dass ab und zu von so ganz tiefen Tracks hier so ganz mysteriös und so auf einmal zusammengewechselt wird. Da, 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 da. So. Können wir uns mal hier noch ein bisschen weiter umschauen hier. Jetzt kommen wir mal zum den Jägern. So, die haben hier ihre Zelte und so. Wieso da Leitern draußen, das weiß ich auch nicht. Sieht doch schön aus. So, und die haben sogar schon Inhalt, die Jäger. Man sieht hier so, ja, die haben Federn und Felle und, ach, die haben sogar einen Cobblestone. Und Fleisch und Eier und ein bisschen Holz und Schüsseln und eine Lederrüstung, Angel, Strings, also so ganz viele Monstersachen und Natursachen eher, weil die sind ja auch eher in der Natur unterwegs. Die haben auch hier keine Betten, die müsste ich einfach hier so drauflegen. Aber ich denke, als Jäger reicht das auch. Die haben ja auch schon ein schönes Lagerfeuer mit zwei Sitzen. Ja, das Haus hier so ist auch schon ein bisschen von den Dingern dran, aber das soll ja nicht stören. Die haben hier natürlich auch Pfeile drin und 15 Goldnuggets. Und ihr müsst dafür wissen, die Goldnuggets sind bei meiner Welt die Währung sozusagen. Und was ich auch noch wissen muss, das ist das einzige Objekt, was man stecken kann. Alle anderen kann man nicht stecken. Also das habe ich so gemacht, das kann man natürlich rein technisch machen, aber naja, sorgt vielleicht ein bisschen mehr für Atmosphäre, weil dann mehr Kisten sein müssen im Lagerraum oder so. Und da sieht man leider auch den Netherrack, finde ich ein bisschen doof, aber naja, geht halt nicht anders. So, hier wohnt der zweite Jäger. Der hat natürlich auch ordentlich Sachen drin, sogar ein Steinschwert und so, eine Steinspitzhacke, hier so links. Auch ein Teil von der Rüstung und so, Angeln. Und, cooked Pork Shop und ja, ich meinte hier noch so Schüsseln und sowas zum Überleben. Und der hat natürlich auch ein Bett und so eine Art Pfeiler, was sein Zelt hält. Sein Zelt hält. Klingt cool. So, das ist aber auch laut hier, ne? Laut! Okay, lassen wir das sein. Die haben ja auch so eine Crafting... Wow. Alter, das war laut. Der Regen ist auch laut. Oh Gott, der geht mir ja voll auf den Piss. Man hört fast gar nicht die Musik. Ich muss gleich jetzt mal pennen. Moment, ich geh jetzt einfach mal kurz pennen. Hoffentlich ist der Regen dann vorbei.
Da. Ach Gott, ist der Regen laut. Er ist immer noch zu laut, gibt's ja gar nicht. Ah, der Regen ist noch vorbei. Okay, dann kann ich natürlich wieder zurückstellen. So, auf 30, ne? Passt schon. So, jetzt schauen wir uns mal den hier an. Der hat hier so eine Druckplatte. Wieso, weiß keiner. Der hat hier so einen Vorhang. Mehr oder weniger so als Wand. So eine Kiste. Kiste total überbelegt und so. Hat da sehr viele Sachen drin. Aber, sind halt Jäger. Die haben natürlich alle so natürliche Sachen und so. Die Mine haben wir uns schon angeguckt. Gehen wir mal hoch zum Bauernhof. So. Natürlich habe ich auch mal mit etwas gearbeitet, so hier solche Löcher drin oder so. Oder hier mal so ein Loch. Also so eine, nicht ein Loch, sondern so eine Absenkung. So, auf zum Bauern. So. Wir sind oben. Ja, hier wohnen die Knechte drin. Das habe ich aber noch nicht fertig gebaut. Da habe ich erstmal. Ja, gar nichts. Einfach so ein leeres Haus. Aber ich habe das Haus hier schon mal gebaut. Hier, so sieht's aus. Soll so ein bisschen aussehen wie eine Scheune oder so. Ist mir mehr oder weniger gut gelungen. So, dann schauen wir uns mal das hier an. Hier, das schöne Getreide. Ich will auf dem Zaun bleiben. Nein, ich will auf dem Zaun bleiben. So. So, ist natürlich noch kein Getreide drauf gepflanzt, aber da soll Getreide hinkommen. Und finde ich, sieht schon mal ganz in Ordnung aus, auch so nicht ganz so gerade so und nicht ganz so natürlich, sondern auch noch ein bisschen wild, ne? So, und hier wurde der Bauer dann später mit seiner Frau drin, ne? Hier so schön, hat auch keine Fenster, weil bei Bauernhöfen ist das ja nicht so, der nur bloß so Dachluken, aber keine Angst, da kann es auch nicht reinschneien oder regnen. Und der hat ja natürlich so oben schönes Gebälk, so wie das bei Bauernhöfen natürlich meistens auch ist. Ich wohne ja in der eher ländliche Gegend, deswegen weiß ich das auch eher. Aber ich bin kein Bauer. Du Bauer. Ach. Der Bauer war ja auch früher mal eine Beleidigung, ne? Beziehungsweise ist ja eigentlich noch eine Beleidigung, ne? Du Bauer.